Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem weiteren kleinen Let's Play hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal hier What Remains of Edith Finch. Ein Spiel, das es schon, ich glaube, fast 5 Jahre gibt. Ich glaube, 2017 ist das Ganze rausgekommen. Ich habe es bis heute wirklich noch nicht gespielt, obwohl es wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel sein soll. Soll nicht nur optisch, sondern auch von der Geschichte her. Genauso Spiele mag ich ja, ja, wo eine ziemlich coole Geschichte dahinter steckt. Das werden wir jetzt mal nachholen. Ich werde euch natürlich daran teilhaben lassen. Wir spielen, soweit ich weiß, sogar diese Edith da, diese Edith Finch. Und wir sollen wohl ihr Elternhaus wohl, das Haus der Finchs quasi, besuchen, durchsuchen, um Informationen über die Geschichte der Familie zu sammeln, wenn ich das so richtig gelesen habe. Und würde ich sagen, ja, fangen wir auf jeden Fall mal an. Ja. Gibt auch mittlerweile eine PS5-Version, wir spielen diese auch jetzt. Ihr könnt das Ganze sogar kostenlos bei PS Plus erwerben, sofern ihr PS Plus Mitglied seid. Ansonsten kostet das Spiel, ich glaube, 20 Euro. Joa. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, wie wir da... Ah. A lot of this isn't going to make sense to you. And I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. Beginnen wir am besten von Anfang an mit dem Haus. Haben wir hier Optionen? Wir sind direkt quasi ins Spiel reingeschmissen worden. Ich hatte leider keine Möglichkeit, jetzt irgendwie in die Optionen zu gehen. Viel auswählen können wir da nicht. Denn ich würde euch gerne... Kamerasteuerung nochmal, Fadenkreuz. Mache ich einfach mal an. Wer weiß, wozu es gut ist. Ja, ich hätte euch gerne jetzt Untertitel angemacht, aber es tut mir sehr leid. Vielleicht kommen diese auch noch. Aber ihr habt jetzt gerade gesehen, aktuell kann ich da wohl nichts auswählen an Sprache etc. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. Irgendwer hatte einen Drahtzaun hochgezogen. Okay. My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Milton Finch ist der Bruder. Okay, also sie spricht halt Englisch, ja, aber wir bekommen es immer in Text nebendran in Deutsch, ja, das ist schon mal sehr gut. Andersrum wär's scheiße. Denn wie ihr wisst, liebe Leute, ist mein Englisch not so gut, ja. Da ich es leider nicht in der Schule hatte. Ich hatte leider nur Französisch damals. Zu meiner Zeit war das halt so. Lebte damals direkt an der Grenze. Und da gab es halt leider nur Französisch auf der Schule. Okay, wir können zoomen mit L1 und L2. Okay, also auf Dreieck machen wir hier so eine Karte. Ja. Okay, da stehen auch so die Todesdaten. Odin 1880 bis 1937. Walter 1952 bis 2005. Eddie 1917, 2010. Ja, da stehen sie halt all. Bis auf eine, das ist die, wo wir halt spielen, die Edith. Ja, ich nenne die einfach mal Edith oder Edit, keine Ahnung. Ich nenne sie Edith. Ja. Die gute Edith. Also ich glaube, schnell laufen können wir nicht. Hab ich jetzt gerade mal eben probiert. Das machen wir mit R1. Interagieren. Rechnungen, die 7 Jahre alt sind. Können wir die nehmen? Nee, nehmt sie nicht mit. Okay. Ich denke mal, das Spiel geht so, je nachdem, wie ich mir Zeit lasse und mich alles ansehe.
Okay. Vielleicht 2 Stunden, 3 Stunden, ich weiß es noch nicht. Deswegen werde ich die Folgen so, ja, vielleicht eine halbe Stunde, 35 Minuten machen pro Folge. Aber ja, die Umgebung sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Gefällt mir bis jetzt schon mal sehr gut. Innerwill, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Okay. Ein geheimnisvoller Schlüssel. Or she thought the mystery would be enough to bring me back. Mhm. Ah, anscheinend hat es ja funktioniert. Wir sind ja wohl zurück. Also wir haben jetzt hier, haben wir hier 2 Wege? Scheint so. Wir können einmal hier runter und einmal hier hoch. Ich würde schon fast behaupten, dass, wenn es da hoch geht, es der Hauptweg ist. Wir gehen erstmal hier runter. Mal schauen, was es da unten gibt. Okay, da lang können wir schon mal nicht. Was haben wir hier? Missing. Also wieder so ein Flyer da, ne? So ein Missing Flyer. Vermissten Flyer, besser gesagt. Von ihrem Bruder. Even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Ah, seht ihr? Ja. Also, es sind Fragen offen, die sie halt nur im Haus beantwortet bekommt. The woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something, but never do. Mhm. Ja, auf jeden Fall ein schöner Wald. Würde ich jetzt auch gern drin spazieren gehen. House was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Ah, das ist schon das Haus, okay. Also war dann der Weg dann doch der richtige. Ah, seht ihr, da führen 2 Wege hin, ne? Jetzt ist halt die Frage, haben wir auf dem anderen Weg vielleicht was verpasst? Ich kann zwar jetzt nicht schnell rennen, aber ich würde es mir gerne kurz ansehen. Wie gesagt, ich habe das Spiel leider noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob wir da auch irgendwie... Oh, guck mal da. Ein Hirsch. Ob wir da auch irgendwie Sammelobjekte finden können. Keine Ahnung. Deswegen gehe ich eben noch den Weg. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Alle Wege. Warte, gab sogar eine Trophy. Gehe beide Wege zum Haus. Ah, okay. Gut, es soll ja kein Platin-Guide hier werden. Es soll ja einfach nur ein Let's Play werden. Aber da ist schon die Gabelung, glaube ich, ne? Noch nicht. Da ist er. So. Dann gehen wir da gerade auch wieder zurück am besten. Ist ja eigentlich recht egal, ob wir jetzt da lang gehen oder da lang gehen. Wie gesagt, ich wollte ja nur schauen, ob es da auf dem anderen Weg halt noch was gibt. Ja, Umgebung wirklich sehr, sehr schön. Sehr schön gemacht. Na, da haben wir wieder so einen Flyer. Die fliegen schon alle in der Gegend herum. Da wieder.
So, also das ist wohl hier das Haus der Finchs. Wie es scheint, wie sie gerade sagte. Na, hier haben wir noch ein Carport. Schauen, ob wir hier was machen können, finden können. Ist recht dunkel, ne? Also da drin. Aber Helligkeit konnte ich jetzt nicht einstellen, gell? Helligkeit, doch, tatsächlich, guck mal. Ich mach's mal eben ein kleines bisschen heller, dann seht ihr auch da alles ein bisschen besser. Denke ich mal, ja, das sieht gut. Ja, sieht gut aus. Gut, gehen wir mal Richtung Haus. Überall quaken die Frösche, überall fliegen die Flyer darum, ihres vermissten Bruders. Was liegt denn da drin? War das vielleicht mal so ein... I asked Edie once about the dragon in the pond. She said it had killed her husband. I was six. It seemed like an odd joke to me, even then. Ah, gut, mit sowas macht man auch keine Witze, ne, bei einem sechsjährigen Kind. Da wieder die Flyer. Krass. Da alles voll, der ganze Teich voll, der schöne Teich hier. Überall die Flugblätter. Gut, man weiß halt nicht, was passiert ist, ne? Warum liegen die da? Ja, wenn alles schon seit Jahren hier verlassen ist, die Post im Briefkasten schon 7 Jahre. Im Briefkasten. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Okay, sie hatte Angst vor dem Haus. Klingt wie ein Windspiel. Ah, da ist es ja. So, aber hier können wir nichts tun. Oder doch? Ah, die macht das so automatisch. Die hat das gar nicht so wirklich angezeigt jetzt. Also sind wir jetzt hier wohl in der Garage, wie es scheint. Auch noch ein Auto. Fahrrad. Ja, Reiniger, Lacke. Ja, alles, was man in der Garage halt so rumfliegen hat, ne? Ja. Gary's Potting Mix. Rasenmäher, sogar ein paar Bücher. Das scheint wohl mal ein Kühlschrank oder was gewesen sein. Oder Gefriertruhe. Schraubstock. Taschenlampe, brauchen wir die? Können wir die nehmen? Nee, können wir nicht. Oh. Ah, da hängen noch Fahrräder. The power had been turned off the night we left. Strom ist schon mal abgeschaltet, okay. Oh, hier ein paar Angeln. Können wir noch eine Runde angeln gehen, ein paar Fische fangen? For the first time in years. Januar 2010. Das letzte Mal. Okay. I felt like I was home. Oh je. Oh je, ich sehe nur Bücher. Ich sehe nur Bücher. Überall liegen wieder. Das wieder erinnert mich jetzt direkt gerade schon wieder an The Suicide of Rachel Foster. Sind wir ja auch dann in das Hotel da zurückgekehrt, das uns unseren Eltern gehörte. Da hatten wir ja auch die Master Suite. Und die war auch voll mit Büchern. Überall lagen Bücher, sogar im Bett. But instead of a family, there were just memories of one. Ach, guck mal, da sind sie. Da könnte die Mutter sein, ne?
Das sind wir, die Edith. Der Eddie, der vermisst wurde. Louis. Ah ne, das ist Louis, das ist Eddie. Könnte die Oma sein, ne? Sie hat es, glaube ich, eben sogar gesagt. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Seht ihr mal. Like how only one restaurant would deliver to our house. So we had Chinese a lot. Na, das kenne ich, wenn man auf dem Dorf wohnt oder auf dem Land, wie auch immer. Dann hat man da keine große Auswahl, was Lieferservices angeht. Wir bestellen auch immer bei dem einen und selben. Aber sehr gut. Das Schnitzelhaus. Der macht wirklich, ey, der macht so geile Schnitzel, Leute. Und was für Apparate, die sind richtig groß. Echt, also da gibt es eine normale Portion für 10 Euro. Da sind zwei, ich schwör's euch, Leute, da sind zwei solche Kavenzmänner sind da drin. Ohne Scheiß jetzt. Und die XL-Version kostet 15 Euro. Dann sind da drei solche Schnitzel drin. Drei. Das müsst ihr euch mal überlegen. Wie wir das erste Mal bestellt haben, habe ich mir gedacht, oh, XL hört sich gut an. Ja, ist bestimmt ein schönes, großes Schnitzel. Ja, da kam der da an, ich schwöre, das war wie eine Auflaufform war das, Leute. Ohne Scheiß, wie eine Auflaufform war das Teil. Und ich dachte, Alter, was bringt der mir da, ne? So, dann noch eine extra, so eine Schüssel Pommes. Alter, habe ich mir gedacht, was bringt denn der mir da, ne? Da habe ich das Ding aufgemacht. Drei riesen Schnitzel waren da drin, ohne Scheiß. Mega geil. Louis started working at the cannery. We all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Na gut, wenn ich die ganze Zeit ich da so die ganzen Dosen Fisch sehe. Also ich esse ja auch gern Lachs, ne? Aber Thunfisch, was auch immer da jetzt drin ist. Aber irgendwann hast du halt die Schnauze voll, ne? So, Alter, alles voller Bücher. Da auch wieder, guckt euch das an. Da, Bücher. Man sieht nichts als Bücher, egal wo man hinkommt. The table was still a wreck from the night we left. Naja, da ist ja Eddie. Eddie ist die Omi. Killing everyone but sparing the furniture. Mhm. Krass. Puh. So viel kann man doch gar nicht lesen, Mann, oder? Jetzt mal ohne Scheiß. Ah ja, die Oma war sehr krank, die hat hier schon die Sauerstoffflasche stehen. Aber guckt euch das an. Schön Handy. Ja, es ist noch da. My mom was the only one of us who could imagine great-grandma Edie living in a nursing home. Ah, die Uroma war das. Die Uroma. Bücher. Alter, ich sehe nur noch Bücher. Die Nacht träume ich von Bücher. Guck mal, sogar als Erhöhung für die Lampe hier. Bücher geholt. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it. Like a smile with too many teeth. Sogar der Fernseher haben sie auf die Bücher gestellt. Alter. Na ja, gut, wenn man genug Bücher hat, braucht man halt keine Möbel, ne? Kann man sich Schränke aus den Büchern bauen. Holy shit, Mann. Das war an Dawn Finch. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Okay. Ah, ist cool, ne? Wie er, weil die Schrift so weggegangen ist, so weggezogen und dann so den Kamin hoch. Und da, Wespennest. Krass. Oder Bienen, was auch immer. So, da geht's mit Sicherheit runter. So I wasn't too surprised when the key didn't fit. Ah, okay, also der Schlüssel, den wir da haben, den wir ja quasi vererbt bekommen haben, passt nicht zur Kellertür.
Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Ah, da haben wir sie ja, die Barbara Finch. Da wollten sie was einpacken, keine Ahnung. Vielleicht wollten sie bei eBay ein paar Bücher verkaufen, weil es zu viel wurde, keine Ahnung. Ach nee, guck mal, da liegt sogar was drin. Da so eine, was ist das, eine Öllampe, gell? Eine Öllampe. Ah, da haben wir November 2010, eben was Januar. Okay. Ah, da ist noch was. Moment. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Aber ich denke, wir werden mit Sicherheit noch erfahren, warum der verschwunden ist oder so. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Okay. Die ist doch zugeklebt, oder nicht? Guck mal mit. Wie als hätte da jemand Bauschaum reingeklebt und die dann einfach zugemacht. Warum? Was ist dahinter? Das würde mich jetzt interessieren. Ah? Können wir mit dem Ding fahren? Nee, ne? Wir müssen natürlich laufen. Nee, das war natürlich für Uroma Eddie. So, da haben wir quasi schon die. Das Erdgeschoss haben wir schon quasi untersucht. Gehen wir mal hoch, natürlich auch wieder alles voller Bücher. Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Okay, sie bohrte Gucklöcher. Alter. Digga. Holy fucking shit. Warum hat man so viele Bücher? Warum? Ich komme da drauf gar nicht klar. Es tut mir echt leid, ich komme da drauf nicht klar. Dass man so viele Bücher haben kann. Warum, weshalb und wieso? Da liegt alles voll, Alter. Hier ist nichts außer Bücher. Das kann doch nicht sein, Alter. Jetzt mal im Ernst. Egal, wo du hinguckst. Molly, 1937 bis 1947. Die haben hier wirklich alle Türen hier wirklich mit Bauschaum, zugespritzt, dass da wirklich keiner mehr reinkommt. Das ist krass. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Louis told me there were secret passages, but I never believed him. Probieren, ne? Da passt der doch voll. Okay. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Krass, oder? Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Sollen wir da schon rein? Sollen wir? Das Bild. Tea time. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Ah, ist möglich, dass wir jetzt in einem Raum sind, der da
den sie dazu gebaut haben, mit Bauschaum da. So, da jetzt hier in so einem... Molly. Ah ja, seht ihr? Haben wir gerade eben noch davor gestanden. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Nice. Das ist schon cool gemacht. Finde ich halt immer schön, wenn die Kinder... Wenn die Kinder sich da immer so Mühe geben, ne, und was bauen so für ihre Tiere und so, finde ich immer ganz schön. I got the sense Edie had spent a lot of time here. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Okay. Okay. Oh, Fischi. Ich dachte schon daran. Echt jetzt? Okay, hat das kleine Kind nichts zu essen, oder was? Dezember 1947. Okay. My Halloween candy was all gone. Mom, come out now. Okay, ist sie da drin eingesperrt oder was? Das geht gar nicht. Man kann doch seine Kinder dann in dem Zimmer einfach einsperren, wenn sie schlafen gehen. Was ist denn mit der denn in Ordnung? Was, wenn die Kleine wie jetzt mal Hunger hat oder muss auf Toilette? Alter, was ist denn da los? Ach, sowas kann ich ja gar nicht ab. I kept eating and eating. Bei dir hat sie Zahnpasta gegessen, Mann. Holy shit, ey. Echt. I ate a lot of things that night. Gut, ich meine, ich muss das jetzt halt so spielen, ne, also. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. Okay. Ist es vielleicht jetzt nur ein Traum? I tried to be quiet, but the bird was really scared. Ich meine, die ist ja jetzt nicht wirklich eine Katze, oder? Huch. I could tell she was getting really tired.
Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, okay. All I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. A mama rabbit. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Yo. Oh Mann. Von der Katze zur Eule und von Eule zum Hai. Okay. Ich kann den jetzt. Ach, hallo? Sind wir jetzt Man-Eater oder was? Yo! Jetzt hatte sie noch mehr Hunger, okay? Wow, wow, wow. Bin ich denn jetzt? Now I was a monster and I smelled people everywhere. Creepy. Ein bisschen. Das ist echt creepy. Ich dachte, das wird so eine ruhige Hausbesichtigung. I wanted to stop, but also I didn't. Aber damit habe ich jetzt echt gar nicht gerechnet. Damit habe ich echt nicht gerechnet, dass sowas kommt. Das ist krass. Ich seh nix. After the last passenger,
I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have. So I swam towards it. Okay. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Jetzt sind wir doch da in unserem Zimmer, oder nicht? Wo? Sorry. Nur gerade mal ausprobiert, ob ich irgendwie springen kann. All my stomach started growling. Ich muss so in das Bett, okay? Also ich schätze schon mal, dass das jetzt ein Traum war, ne? Also, das ist schon recht. I'm not sure if I believe krass. That, but I'm sure Edie would have. Wird gespeichert, sehr gut. Denn unsere Zeit ist um, liebe Leute. Die erste Folge haben wir schon hinter uns. Ja, bis jetzt sehr interessant. Wie gesagt, ich dachte, es wäre so eine normale Hausbesichtigung, aber das war da jetzt irgendwie so, ja. Diese Aktion war schon gerade sehr krass, dass die Kleine da sowas geträumt hat. Also ich gehe mal davon aus, dass es ein Traum war, weil real wäre schon crazy. Bin schon gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe natürlich, ihr auch. Hinterlasst gerne Feedback. Wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne auch einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und Servus.